Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon und ich sehe gerade schon wieder, ist das Bild umgesprungen. Aber das haben wir natürlich wieder ganz schnell behoben. So, ja, ich nehme immer noch mit dem OBS auf. Und ich muss mal gerade meinen Fernseher etwas leiser machen, so. Ja, das liegt daran, weil ich momentan nicht so wirklich Lust habe, nochmal das zu probieren über den das richtige Aufnahmeprogramm, was zu dem Grabber dazugehört. Ja, da habe ich nicht so Lust drauf, weil das dann wieder sagt, kann nicht aufgenommen werden, weil irgendwas nicht stimmt, da muss ich einen Rechner neu starten. Und dann sagt er, das geht nicht, weil das und das, und dann muss ich das Programm neu starten und dann hängt sich das Programm auf, weil es ist ein sehr, sehr zickiges Programm. Vielleicht kennt ihr U-Lead. Ist halt, ja, genau. Deswegen bin ich momentan noch hier bei dem OBS, aber da ich am Wochenende, ja, alleine hier bin, also was heißt alleine, der Dennis ist halt nicht hier, wollte ich da mal ausprobieren, den ganzen Kladderadatsch an meinen teuren Grabber anzuschließen, also an den HD-Grabber. Nur hoffe ich einfach mal, dass das funktioniert. Und dann brauche ich die alte Kiste dann nicht mehr. Brauche ich die nur noch, um VHS-Sachen aufzunehmen. Das wäre sehr gut. Und mir ist aufgefallen, durch OBS ist es leicht verzögert. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe weder eine Verzögerung, also ein Delay irgendwie beim Grabber eingegeben, noch bei meiner Stimme. Deswegen finde ich das ein kleines bisschen merkwürdig, aber naja. War jetzt nicht so schlimm. Jo. Ich nehme halt so, weiß ich nicht, 2-3 Parts auf oder so. Und ich wollte jetzt erstmal hier die ganzen Leutchen, die wir noch nicht besiegt haben, wollte ich erstmal auf den Sack gehen. Wow, deine Orden sind super cool! Ich muss mal, glaube ich, mein Mikro wieder ein bisschen weiter weg machen hier. Ich habe übrigens, es ist kein richtiger Schnupfen, den ihr hört, das ist Pollenallergie. Ein Quapsel. Oh, Lars ist halb tot. Und ich habe vorhin gelesen, Moment, ich kann das aufrufen. Irgendwas mit Superflug oder sowas. Himmelfeger, so heißt das. Wenn Lars die Attacke lernen will, dann soll ich das unbedingt machen, weil das voll gut ist. Achso, kein... Windstoß? Ist das gut? Ich habe mir übrigens mein letztes Trinkpäckchen, ich liebe Trinkpäckchen, ich weiß nicht warum, ich tue mir da irgendwie immer selbst leid, wenn ich die trinke, aber ich weiß ich nicht. Das ist halt so, weiß ich nicht, so kindisch irgendwie. Aber ich mag die voll. Vor allem, ich habe hier Apfelkirsche von Solevita. Ist von Lidl. Kostet, glaube ich, 12 Päckchen oder so. Kosten da 79 Cent oder so. Voll billig. Und da ist, yeah, Fruchtgehalt 15%. Richtig viel. Ich bin gerade den Strohhalm am rausfummeln. Das ist halt voll lecker. Apfelkirsche ist das Beste. So. Genau, und die kaufe ich dann auch immer, wenn wir dann irgendwie in den Tierpark gehen. Wildpark, Tierpark, wie man es auch immer nennen will. Ist halt wild in dem... Och, 38 schon. Wow. ich wollte auch mal durchswitchen, genau, weil ich glaube, Lars ist recht stark. Oh, du hast dich gar... Ach, weiß ich. Ich habe es nicht mehr lesen können, ich habe es so schnell weggedrückt. Pokémon, genau. 38, 35, 29, ja. Alex ist auch recht hoch. Alex kommt mal nach ganz hinten. Lars kommt vor den Alex. So, dann haben wir hier noch den 29er, der Dave. Wird hier mit dem Christoph getauscht. Christoph 35, Christoph nochmal mit Dennis und Shen mit Dennis.
So, 29, 32, 34, 35. Okay. Dann müssen wir mal den guten Dave ein bisschen trainieren. Ach genau, und dann hole ich dann gerne noch ein Burgerchen oder so vom Mc's. Und dann essen wir das dann so schön im Wildpark. So, ich kann auch noch was Lustiges erzählen, und zwar gestern sind wir um so einen dummen See gelaufen, den es bei uns hier in der Nähe gibt. Von der Schule aus. Wir hatten dann 12 Stunden Schule. Also von morgens. Fängt die Schule überhaupt an? 7:45 genau. Lass deine Pokémon gegen mich, gegen meine antreten. Ja, genau, von morgens 7:45 bis abends um 6. Dafür haben wir aber irgendwann 2 Stunden früher Schluss. Irgendwie, ich glaube, in 2, 3 Wochen oder so. Also dann, wenn schon Notenschluss ist und so, wenn dann eh keiner mehr Bock hat. Fußkick? Oh, da ist irgendwas gerade gefloppt irgendwie so. Es war schon irgendwie ein bisschen weiter und ist zurückgegangen. Oder meine Augen sind doof. Ja. Und das war dann so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd. Also zuerst dachten wir, ach super, Level 30. Zuerst dachten wir, dass wir um den See rumjoggen müssen. Das war es dann aber nicht. Wir konnten auch gehen. Das war meine Rettung. Da sind wir, ich glaube, über 5 Kilometer oder so. Da wäre ich tot am Ende gewesen. Ich war sowieso schon tot am Ende. Und dann das nächste Problem war, also das erste Problem jetzt in dem Sinne eigentlich, wir wussten nicht, wo wir hinfahren mussten. Weil um den See rum sind tausende von Parkplätzen, also so größere Parkplätze. Und keiner wusste, wo wir genau hin mussten. Und dann meinte sie, ja, wenn du dann in dem Dorf seid, immer geradeaus, dann kommt irgendwann eine Rechtsabbiege-Dings und dann nochmal rechts. So, wir dann da rechts abgewogen. Und zum Glück hatten wir noch andere Schulkollegen, Kameraden hinter uns. Und dann bin ich dann rechts rangefahren, habe die vorgelassen, weil die anscheinend, das sah so aus, als ob die wussten, wo die hinwollen. Und dann bin ich denen dann hinterhergefahren. Das war schon alles? Ja. Habt ihr das gehört? Oh, ich hoffe, ihr hört das. Das hört sich voll geil an. Natürlich werde ich mit dir spielen. Was ist da los? Oh, 3. Ein Radfratz. Schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt, wie langsam ist gut. Ja, so. Das, dann danach das Problem war, dass ich, also ich hatte bei mir im Kofferraum rumgefriemelt irgendwie. Und dann meinte der eine Lehrer, sich die ganze Zeit bei mir auf den Kofferraum zu setzen. Und dann war da die ganze Zeit mein Auto offen. Nein, nicht austauschen. Aber das war jetzt nicht so schlimm. So, dann das erste richtige Problem war, wir sollten rausfinden, wie hoch 2007 der Wasserspiegel in dem See war. Also wir mussten zuerst so einen komischen Kiosk laufen. Und ja, haben wir dann halt nach einem Schild oder nach so einem Pfosten gesucht. Aber da war nichts. Dann haben wir die Besitzer, also die Besitzerin vom Kiosk gefragt. Weiß ich nicht. Dann haben wir dann Leute da gefragt, die da am Essen waren. Und die meinten so, ja, da ist ein Schild, das ist aber auf der anderen Seite. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Irgendwie, dass die uns erst hier hinschicken, dass wir dann um halben See rumlaufen müssen. Um dann da aufs Schild zu gucken, das macht keinen Sinn. So, und dann haben wir dann das, weil wir mussten, wir hatten ganz viele PDF-Dateien bekommen. Und die erste war offen und die anderen da drauf folgenden waren alle kennwortgeschützt. Und da mussten wir, oh, du kleiner Wüstling, du. ja, da mussten wir quasi in die nächste PDF-Datei mussten wir dann das Passwort eingeben. Also quasi waren das dann, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, irgendwie 4 Meter irgendwas. Und ja, da wir das Kennwort aber nicht hatten, konnten wir ja nicht weitermachen. Aber die Lehrer haben uns dann ihre Handynummer gegeben, wir konnten ja anrufen
muss dann sagen, in welcher Gruppe wir waren, weil wir waren 4 Gruppen. Und die kriegen dann irgendwie einen Punkt abgezogen, die Leute, die da anrufen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist sowieso total ins Chaos irgendwie gelaufen. Christoph hat Zerschneider, ja. Und warum ist das denn hier so? Gibt es hier irgendwie besondere Pokémons? Ah, warte mal, wir haben nur den Detektor. Ah, der ist ganz unten. Oh, dass man nicht einfach nach oben drücken kann, ne? Da. Nichts. Okay, na gut, dann ist das hier wohl nur zum Kämpfen. Oh, warte mal, hier ist so ein Schildchen. Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Positionen von Items im Menü zu... Ja, toll. Das weiß ich schon. Aber es hat mir auch jemand, glaube ich, gesagt. Also vorher wusste ich das nicht. So, wir haben danach angerufen. Und dann sagten, ja, da müsste irgendwo ein Schild rumstehen. Da würde er draufstehen. Dann haben die uns dann das Passwort, also die Lösung gesagt. Haben wir eingegeben und dann sind wir zum nächsten Dings gelaufen. Oh, ich habe es wieder nicht lesen können. So, und dann sollten wir rausfinden, wie das Boot an Anlegestelle 4 oder so heißt. Wieder angekommen, kein Boot an Anlegestelle 4. Wir alle Passwörter eingegeben, die irgendwie, also alle Namen von den Booten, die da waren, keine Ahnung, 10 Boote oder so, maximal 10 Boote, die da rumstanden, haben wir alle eingegeben, nix. So, dann in dem Moment hat uns schon eine andere Gruppe eingeholt, weil ein so netter Klassenkamerad von uns, wie soll ich sagen, also wir waren ja bei dem Kiosk. Und als wir da gerade losgehen wollten, haben wir schon die andere Gruppe kommen sehen, weil die sind erst irgendwo anders hingelaufen. Und da hat halt so ein toller Klassenkamerad von uns denen schon mal das Passwort zugerufen. So, die haben sich da wohl noch irgendwie ein bisschen aufgehalten. Und dann waren wir dann da am Suchen und dann in dem Moment, als wir dann bei den Bötchen standen, kam dann die Gruppe dann schon direkt mit. Wir haben ja gesagt, wir rufen da jetzt nicht nochmal an, weil wir nicht noch einen Punkt abgezogen haben bekommen, Dings. Ja. Und dann haben die halt hin angerufen und dann, weiß ich nicht, Else oder so hieß das gut, keine Ahnung, oder Elke, irgendwann mit E. So. Das war das, genau. Da war noch irgendwas. Da war halt zwischendurch mal irgendwas, wir mussten Parkplätze zählen und so. Da war aber auch grenzwertig, weil jeder von uns hatte 41 gezählt, beziehungsweise 42. Das kam halt darauf an, ob man einen so einen Schotterparkplatz mitgezählt hat. Aber in die Lösung kam dann 43. Wir sind ja einfach nur ab 40 ein bisschen... Ich glaube, wir sind nur aufwärts gegangen und dann kam das halt schon direkt. Und dann muss man doch irgendwie rausfinden, wie so eine Alarmanlage an einem Haus hieß, also von welcher Firma die war. Und dann, das ist auch so ein Golfplatz, und da mussten wir rausfinden, wie lange, wie nennt man das überhaupt, die Bahn 3, wie weit, also wie lang die ist. So, und das war so peinlich. Wir haben dann erstmal da so einen Typen gefragt. Also es ist so ein, der ist nicht so ein richtig riesig, doch, es ist glaube ich schon richtig, also relativ großer Golfplatz ist das. Haben wir erstmal so einen Typi gefragt und der meinte dann so, ja, das weiß er jetzt auch nicht so ganz genau, wir sollten uns mal so ein Scoreblatt sollten wir uns holen. So, wir dann in diesen Golfclub da rein und alle so schickimicki angezogen und so, und wir in so halbwegs Sportklamotten. Ich habe mich da richtig falsch am Platz gefühlt. Und haben uns so ein Scoreblatt geben lassen. Und dann gibt es halt einmal, hat er uns erklärt, gibt es einmal gelb für Frauen und rot für Männer oder so. Oder ist andersrum. Und dann gibt es noch weiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann, das stand dann halt auch drauf, wie weit die Bahn ist. Und haben wir dann alle drei Sachen eingegeben und alles falsch. Das war halt schon ziemlich am Ende. Und dann wurden die ganzen Gruppen angerufen, dass sie mal langsam wieder zurückkommen sollten, weil wir noch grillen wollten. Ja. Und wir haben, glaube ich, so 10 oder 11 Aufgaben von 21 geschafft.
Ich weiß nicht, was die Lehrer sich da vorgestellt haben, irgendwie, was wir da, keine Ahnung, einen Kilometer laufen oder so. Es war schon, also es war erstens sehr weit und zweitens, es war warm und drittens waren das teilweise halt voll die behinderten Aufgaben, weil die erstens nicht, ja, nicht gut genug gestellt waren. Oh, jetzt steht der Wichser wieder hier. Also die waren halt, wie zum Beispiel halt das mit dem Golf. Da stand halt nicht drauf, Scheiße, komme ich hier noch raus? Ja, scheint halt nicht drauf, ob die männliche, also die Länge für die Männer, die Länge für die Weiber oder halt diese weiße Länge. Ja, war halt bisschen komisch. Oder halt das Komische, dass, ja, das ist sowieso, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wer tut denn ein sich bewegendes Objekt? So was macht man doch nicht, da tut man doch keine Aufgabe für machen. Da gehe ich doch von aus, dass das Boot am nächsten Tag nicht mehr da ist. Da waren auch so komische Pfosten, da hätten wir die zählen sollen oder so, aber ich frag doch nicht nach einem Boot. Ein Dodu. Heißt das nicht Dodo? Weiß nicht. Ich dachte, es wird Dodo heißen. Die ganzen Jogger da draußen, ey. Ich würde denen am liebsten alle ein Bein stellen. Ja, und ich hab so. Ich mag Sonne nicht und mein Körper mag die Sonne auch nicht, denn gestern Abend habe ich so schöne Pusteln wieder bekommen. Nicht so schön. Aber die sind dann zum Glück nur, die bleiben dann halt abends, sind die dann noch da und dann aber über Nacht gehen die wieder weg und bleiben ohne irgendwelche Rückstände. Also ohne dass man das sieht, dass die überhaupt da waren. Finde ich sehr nett. Ich war zu schlecht. Ja, wir waren dann aber so, ich glaube, 3 Minuten vor 6. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. 3 Minuten vor 6 oder so waren wir dann wieder da an dem Platz, wo wir angefangen haben. Und ja, wir haben. Es wurde abgemacht, dass halt bis 6 Uhr ist Pflichtveranstaltung und dann können wir uns verpissen. Und ja, ich war halt sehr froh, dass ich dann quasi direkt abhauen konnte. Ich habe noch ein bisschen an meiner Fanta, also an meiner Fanta in Anführungszeichen, die ich mir selbst mitgebracht hatte, bisschen noch rumgenuckelt, bis es dann halt 6 Uhr war. Und da habe ich mich direkt verpisst, weil ich da echt keinen Bock drauf habe, danach mit den Leuten da abzugammeln. Und auf Essen hatte ich dann sowieso keinen Bock. Ja. Yay, Christopher erreicht 33. Schlitzer. Ich glaube, ich habe eine Kacke-Tag, oder? Raserei. Ja, und dann bin ich dann direkt abgehauen. Und wir hatten, also es wurde uns, also es hieß von wegen, ja, ihr könnt euch selbst was zu futtern, also selbst Fleisch mitbringen und so, was dann gegrillt wird und Getränke, oder ihr zahlt 5 Euro und kriegt dann Getränke und Fleisch. Aber ich finde 5 Euro für Getränke und Fleisch irgendwie ein bisschen happig, keine Ahnung. Möchte ich Pokémon wechseln? Nö. Ja, und dann war ich hier zu Hause. Hab dann ein bisschen was gegessen. Hab mich dann in die Wanne gelegt, in die kalte. Also relativ kühl. Dann war es irgendwie 20 nach 8. Und dann habe ich mir gedacht, komm. Also ich habe mich dann ins Bett gelegt.
Und hab mir dann irgendwie gedacht, so, ja, gleich tust du noch deinen Rucksack packen, machst dir schon mal was bei YouTube an. Da hab ich dann geguckt, wie der Colin Gable von den Rocket Beans vor, ich glaube, ungefähr 2 Monaten war das, als er da diese Curry King Sachen getestet hat. Habe ich mir das angeguckt, habe ich 10 Minuten geguckt und habe mich eingepennt um 8:30. Ja, um 8:30 eingepennt und bin ich irgendwie gegen 13:30 wieder aufgewacht und habe ich meinen Rechner ausgemacht und alles. Habe dann noch was getrunken, weil ich total das Pappmaul hatte. Ach, Topsy brennt. Brennt mit P. Schon wieder. Nee, doch kein Jogger. Der läuft, also der geht nur. ja. Und dann habe ich mich pennen gelegt. Und ich bin jetzt schon wieder recht müde. Aber morgen. Oh, ein Ibitak. Morgen. Ja, genau, morgen schreiben wir Englisch. Ja, ist doch mal gut hier, dein Kackfurien-Wix. Willst du noch öfter machen? Ich bin mal getroffen. Ja, schön für dich. Dann zieh direkt beim ersten Mal so viel ab, dann dauert das nicht so lang. Sie waren nicht stark genug. Woran war ich denn jetzt am Quatschen? Habe ich schon gegen den da gekämpft? Ja, ich meine schon, ne? Ja, gegen den habe ich schon. Weil ich war da unten in dem One-Way-Döns. Jetzt erstmal noch hier lang. Vielleicht ist hier noch was. Nee, wir haben jetzt alle hier abgearbeitet. Ja, wunderbar. Hoffe ich mal, dass hier gleich ein Dörfchen kommt. Ja, gut. Ich wollte nur wissen, was da steht. Aber da in dem Bäumchen ist wahrscheinlich was drin. Hast du ein Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Nein. Oh, kriegen wir Fliegen? Taubos. Ich war noch irgendwas am Erzählen. Ach genau, morgen schreiben wir Englisch, genau. Und da wollte ich mir noch ein bisschen was für angucken. Ach ja. Und mein Rucksack muss ich auch noch packen. Wir haben jetzt 8:30. Ne, Quatsch, 9:30. Gestern um die Uhrzeit war ich schon am Pennen. Um 9:30 schon am Pennen. Und Dennis war noch nicht mal hier. Weil dann penne ich auch oft so früh. Nö. Ich wollte eigentlich heute schon was früher aufnehmen, aber. Walking Dead. Ach. Dying Light. Ja, beides das gleiche. Hat mich wieder ein bisschen gefesselt. Und ich habe ganz viele Nebenmissionen gemacht und glaube nur eine Mission von der Hauptstory. Nein, ich möchte nicht. Ach, schon wieder so ein Kack-Ibitak. Machen wir hier mal Glut. Bringt das da was? Nee, nicht so geil. Also dann das Ibitak nicht wieder die diesen Furienschlag macht, aber der jetzt gerade zum Glück daneben ging. Ist alles gut. Und ich habe mir gestern Blasen gelaufen. Yay. Super. Ich habe nicht gedacht, dass das so weit ist. Yay, Christoph war jetzt Level 34. Sehr schön. War das eine Bruchlandung? Oder das war eine Bruchlandung? Ich weiß. Route 14, Westen, Fuxania City. Warum ist hier nichts? So, kämpfen wir mal noch gegen dich. In Prismania City kann man TM kaufen. VM besitzen allerdings nur wenige Personen. Prismania City? Ich wollte nach Fuxania. Bin ich hier richtig? Nee, nee.
Ich will, dass sich Christoph in Dings verwandelt. Und ja, mir haben schon ein paar Leute gesagt, ich soll mal an meine Sonderbonbons denken, aber ich finde, das ist noch nicht die Zeit dafür, wird jetzt Mr. Eich sagen. Nee, Julia, ist noch nicht an der Zeit, dieses Objekt zu benutzen. Kann ich jetzt mal... Ich bin schon 25 Minuten am Aufnehmen. Warum geht das denn daneben? Wegen dem Kack-Sand-Fuzzi da oder was? Oh. Nein, er ist doch schon draußen. Shen kommt jetzt raus. Shen macht Taubuck ab. Nee. Ah, hier. Wir haben ja so Psy-Strahl. Oder ja, Psy, würde ich sagen. Ich dachte, das wäre voll gut. Oh. Dieses Tauboga geht mir tierisch auf den Sack. Nö. Was, Ibitak? So, du mit deiner Kack-Throne, wollte ich sagen, Kronen auf dem Kopf. Töten, töten. Der ist nicht so gut. Ist besser? Nee. Ja, ist doch. Okay. Dann ist der Psy-Strahl doch besser. Wirkt halt wahrscheinlich nicht so gut bei Flug-Pokémons. Okay. Da ich jetzt schon 27 Minuten am Aufnahmen bin. Machen wir jetzt hier Pause. Also was ist Pause? Partende. Und ich mache dann gleich direkt weiter. Ja. Dann bis nachher.